An diesem Tag dürfen die Kinder alles, zumindest fast alles. Der Kids X-Lauf in Heiden soll die Kinder spielerisch in Bewegung behalten. Anlässlich vom 100-jährigen Todestag vom Rotkreuzgründer Henri Dunant organisiert, halten der Lauf die Kids mit verschiedenen Pösten auf Trab. Sechs auf dem Holzkreuz balancieren, sich blind durch einen Hindernisparcours führen lassen oder mit purer Muskelkraft eine Bootsüberquerung durch Schwimmbad. Das Konzept kommt an. Es ist so lässig. Sehr lässig. Und wie wir gehört haben, können wir durch die Kiel herumrennen. Und durchs Kino durchrennen. Und vom Gemeindepräsidenten aus dem Fenster jucken. Das haben die beiden richtig gehört. So schwer unerwünscht ist es heute sogar Teil der offiziellen Laufstrecke. Der Gemeindepräsident nimmt es gelassen. Es ist lässig, wie die Spass haben daran und wie es wirklich gecheckt haben. Das ist etwas Lässiges, etwas anderes einmal. Und interessanterweise hat es auch ganz viele Erwachsene, die auch mal schauen wollen, wie mein Büro aussieht. Und das freut mich natürlich auch. Und während Kind noch durchs Dorf rennen, wird im Ziel ein ganz spezieller Brei verteilt. Jam Schweiz, die als einer von drei Charity-Partner fungiert, zeigt den Brei, den sie an gleichaltrige Kinder in Afrika verteilen. Wir haben hier die Wand, die wir hier hinter mir sehen, haben wir aufgestellt, wie wir möchten den Kindern zeigen, was wir mit ihrem Geld machen können. Und wir zeigen es ihnen nicht nur mit Bildern, sondern sie können hier den Brei testen, den wir in ihrem Namen noch in Afrika abgeben. Bereits 552'000 Kinder werden in Afrika von Jam Schweiz unterstützt. So viel Engagement kommt an, auch beim OK-Präsident vom Kids X. Dieses Jahr war der Fokus Afrika. Und es war für uns wichtig, hier Partner zu haben, die wir vertrauen, die wir von Anfang an ein gutes Gefühl haben. Es hat mit einem Telefongespräch angefangen mit dem Matthias. Und wir sind uns sympathisch und haben gesagt, komm. Und es war eine gute Erfahrung, auch, dass die Kinder können den Brei essen können. Die Aufklärungsarbeit mit den Kindern zahlt sich aus. So kommt es, dass unter anderem auch der Siegescheck, der vom Initiant Olivier Bernard überreicht wird, bei Jam Schweiz landet. Im Wissen, das Afrika-Kinderleben zu retten. Ich zeige den Leuten sehr gerne, was wir mit ihrem Geld machen. Die Kinder am Kids Crossing sind gelaufen und uns unter anderem kommt das Geld gut. Und dann finde ich es heute recht, wenn wir diesen Kindern auch zeigen, wie dass wir ihr Geld in Afrika einsetzen. Und wir setzen ihr Geld ein, um hungernden Kindern zu essen geben. Sport gemacht, Geld für einen guten Zweck gespendet und natürlich viel, viel Spass gehabt. Kein Wunder, wird der Kind diesen Tag in bester Erinnerung bleiben. Es war sehr lustig gewesen. Die verschiedenen Pösten waren mega spannend gewesen. Also einfach perfekt.